Tagesschau. Nein, hier hat keiner gegen die Altersgrenze verstoßen. Im Gegenteil, beim Ü18-Toben in einem Solinger Indoor-Spielplatz sind einmal im Monat die Erwachsenen dran. Und dass die Spaß haben, endlich mal wieder Kind zu sein, ich glaube, das ist nicht zu übersehen. Sehr schön. Damit guten Abend, liebe Zuschauer. Eine neue Lokalzeitwoche. Mehr möchte gern Kinder sehen wir gleich. Jetzt erstmal der Blick auf andere Themen. Und hier ist es übrigens dann genau umgekehrt. Da spielen Kinder nämlich Erwachsensein. Sie müssen unter anderem Geld verdienen und das Finanzamt fürchten. Im Kinderdorf in Hückeswagen, das ist auch eine Ferienbeschäftigung. Das eigene Porträt in Plakatgröße an einer Wuppertaler Gebäudewand. Fotokunst und 90 Jahre Volkssternwarte Solingen zum runden Geburtstag schauen wir auf heute, aber auch zurück auf die Anfänge. Diese Themen also gleich um die 20-Grad-Marke. Ab morgen Kerstin von der Linden und morgen lernen Sie übrigens, wie Sie Flammkuchen selbst machen können. Deckel hoch bei Vanessa Linde. Ihnen einen schönen Abend, danke fürs Zuschauen. Jetzt kommt die Tagesschau. Machen Sie es gut, tschüss. Wer schlägt Obi? Heute Abend.